Let's Play Together World of Warcraft, diesmal im Sonnenbrunnen-Plateau mit dem Teilweise LP. Hallo Cookie Grim. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, von wegen Teilweise LP mit dem Teilweise LP oder mit gängigen Teilweise LP. Na, ich habe auf jeden Fall umgelockt auf meinen Charmy. Weil wir definitiv noch einen brauchen. Das ist eigentlich eher so mein PvP-Char zurzeit, aber... Naja, kann man nicht so viel machen. Ja, nicht wirklich, ne? Kann ich die Wurzel aktivieren? Was willst du aktivieren? Ja, die Maschine da. Den Wächter. Wollte sie. Kann ich den aktivieren? Nee, wie willst du den dann aktivieren? Steckdose irgendwie? Ja, genau, Steckdose, sagt er. Vielleicht. Ah, scheiße. Ey. Hörst du mal auf. Ich habe ein viel größeres Problem, und zwar, wie mache ich AOE Damage? Ich mach den Damage. Du heilst mich. Ich heile dich bestimmt nicht. Ich kann nicht heilen. Cool, dann sterbe ich. Das ist nicht so mein ganz Pech. Dann würde ich aber nicht laufen, sondern mal kämpfen. Lol, tot. Aber da hat mich auch irgendwas für 100k getroffen. Immer diese Ausreden. Tötender Schuss. 100k. Gut, den Name an sich selber sagt, dass er tödlich ist, ne? Wir sollten nicht zu viel abholen. Ja. Vor allem sollten wir vielleicht mal gar nicht pullen, wenn es sich vermeiden lässt. Am besten Gruppe nach Gruppe töten oder Gegner nach Gegner. Ja. Kill Jaden. Ja, genau, am Ladescreen Kill Jaden. Bing. Er will die Kalia, ist wieder da. Na, tschüss. Ja, Freunde, ich hab's echt nicht so mit AOE-Schaden beim Schaden. Weil du halt echt diese Flammschocks draufsetzen musst. Nur für den AOE damit. Mann, wo kommt der jetzt her? Da ist noch so eine Sperrin. Stirb! Ach, ist doch nicht euer Ernst. Oh, scheiße. Ich geh auf die Magier, geh ich. Oh, Hexmeister ist meine hier. Nee, die Töterin ist viel interessanter. Ich wurde schon wieder umgeschossen. Wirklich? Ja, ich lieg hier doch. Hör mal auf, so rumzulaufen. Töte sie. Nein. Du bist so clever. So, jetzt haben wir so ein großes Vieh auch noch mit. Super. So. Wird weggebratzt. Wir müssen einfach nur auf die Töterinnen gehen, dann können die uns ich schon mal... Ich geh grad drauf. Oh, das war Verteidigerin. Die habe ich als erstes getötet. Wenn die auf dem Boden lag, habe ich sie rausgefischt. Was geht denn mit meinen Pets bitte gerade? Chargen die das Ding noch an für gar nichts? So, schnell da durch. Hopp! Hast geschafft! Auch gleich. Mein Zahnbull wird auch so eine richtig lange Folge, Mann. Ich hätte meistens jetzt nicht irgendwie aus dem Weg gehen.
Ja, den hier kann man ausweichen. Boah, jetzt werde ich hier was runtergeplatzt. Ich hab's gesehen. LOL! Jetzt bin ich hier zwischen diese... Ach du, da sind so Kohlen drin. Achso, du gehst da gar nicht drüber. Ja. Boah, ist schon. Ich will nur nicht wieder hier runterfallen. Komm, bist nicht schlecht, ne? Ja. Hopp. Wir laufen jetzt einmal hier rum, bis wir bei dem Boss ankommen. Was war das jetzt? Ich habe kein Totem gestellt, lol. Haben wir ja schon, zwei Stück sogar. Ja, aber welches? Ja, ich habe Fluss da. Und Dings. Das eine ist nur ein dumpfes Wassertotem. Das andere ist Steinball weg. Ja. Warte mal, die müssen wir gleich killen. Okay. Ja. Ich will nur, dass sie weit genug von den anderen weg sind. Verteidige erstmal Abendpriester. Okay. Oh, tschüss. So. Der Voodoo-Mann. Aber wie ich sehe, hast du deine Dings noch nicht umgeändert. Mein was? Deine Faustwaffen. Das war die Dings, die... Ach ne, hast du gar nicht bekommen, oder? Die Krallen hast du mir ja mir gegeben, die eine Kralle da. Ja. Ja, ich hab hier die Klinge von Hanna. Die sind auch cool. Ach so. Oh, ach ne, der Scheiß hier wieder. Wer soll den Skelett rauchen? Warte, wir kriegen Erz. Die Totems, die ich gestellt hab. Guck, da unten laufen sie. Siehst du's? Ja, sehe ich schon. Ah, scheiße. Warte. Guck mal, wo die lang laufen! Richtigen Hunde! Ja, wenigstens gehen sie schnell down. Ja, natürlich, sind ja low. Trotzdem. Ach, da hinten gibt immer noch einer rum, der Hexer. Mann, da sind wir ja fast mit BC fertig. Ja. Und ab da wird's ernst. Da wird's wirklich ernst. Ja, cool. So, jetzt Boss, solange ich mein Edle noch hab. Wow. Hat ja weit Oh, 3, 2, 1. Bam, Pull. 74.000. 41.000. Ja, pass mal auf. So. 100k TPS, gib ihm. Aszendenz ist ohne Scheiß richtig dreckig. Mann. Können jetzt? Bitte? Achso, ich bin gewinnt, der. Bist auch hier unten? Ja, bin gleich fertig mit dem Kackmob. Ohne Scheiß, mein Elementar hat uns hier gerade richtig noch geholfen, ne? Der Boss hätte sonst wahrscheinlich resettet. Oh, scheiße. Guck mal, da ist ein Dolch. Der sieht sogar einigermaßen schick aus, finde ich. Meiner. Wie viele Dolche hast du jetzt in der Truhe? Viele. Aber alle scheiße. Ja, ich hab's ja eigentlich, sammle eigentlich nur wegen Skin. Willst du eine Bibliothek aufmachen? Aha. Eine Bibliothek, ein Spielcasino, keine Ahnung. So. War doch nicht.
Ach komm, das ist nicht das fette Vieh. Nee, bitte nicht. Diese Verarsche von wie? Maggi? Maggi? Maggi. Was ist mit Maggi Meisterklasse à la WoW Boss? Hä? Du? Was ist mit Maggi? Der sieht doch genauso aus. Haltet ein, Freunde, es gibt noch etwas zu bla 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 bla. Oder nicht? Der sieht genauso aus wie Maggi. Ja, ist von der gleichen Art. Grubenlord halt. Toll. Und wir dürfen jetzt hier stehen und zugucken, wie sich der Drache vermöbeln lässt. Geil. Oh, ich bin draußen. Du bist draußen. Du bist so ein kleiner Schummler. Was macht jetzt? Hä? Ich kann hier draußen reingehen. Ja, komm mal noch weiter nach hinten. Versuch's nochmal. Klar. Ja. Du bist kaputt. Maligus, mein Lord! Hey du, ich bin hier draußen. Ja, kannst ja gleich mal an. Ach, ich weiß, was passiert. Was denn? Da war keine Glasscheibe für mich. Ich war eben schon draußen. So, den müssen wir killen. Der ist nicht so das Problem. Aber der Drache dann. Aber der Drache dann, genau. Der Drache danach. Dafür brauche ich meine Ascendance. Die werde ich jetzt leider nicht benutzen können bei dem Boss. Würde ich voll gerne. Weil es einiges einfacher macht. Ja, ich weiß, das haben wir letztes Mal auch schon ausgetestet. Ja. Bumm, war er tot. Hau rauf, nicht laufen. Damage. Okay, jetzt ziehen wir kurz alles. Ich hab zu wenig Parry, mein Gott! Ach, zu wenig Parry, klar. Mass, Waffenkunde. Vier Stapeln von Meteoritschlag auf mir. Schade, ich kann sie nicht mehr im Trinket runter reinigen. Nee? Nein. Fünf. Also langsam können wir echt mal Schaden machen, bitte, von dem. Warum habe ich den letztes Mal denn geschafft und jetzt gerade nicht? Ich glaube, weil ich mich letztes Mal gleich immer von Anfang an hochgeheilt habe. Es war schon recht eng. 606 Mann, 450% mehr Schaden davon. Achtung, Gift. Zumindest sieht es da noch aus. So, ich brauche mal eben Leben. Dort. Man ist von der Fotzendrache. Du rennst ja, glaube ich, immer noch so im Feuer rum. Gift, nicht Feuer. Ja, oh, macht keinen Unterschied. Doch. Für mich nicht. Mann, Drache, jetzt komm. Put, 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 put. Müssen wir nicht hier anquatschen? Nein. Wir müssen in der Nähe, glaube ich, von dem Drachen selbst reinlaufen. Na lecker. Ja, da haben wir's. Teufelsruch. Ich glaube, Chefin. Ja, jetzt ist es lustig. Da ist der Boss auch schon. Ich glaube, ich hätte das für die Flugphase aufbewahren müssen. Och man, ich hasse das.
So, hopp. Na komm. Ja, jetzt stirb. Danke. Puh, das hat mir mal gefallen. Arschloch. Er macht uns nicht den Weg frei. Trotzdem Arschloch. Stimmt, er hätte uns noch hochfliegen können. Oder die Monster hier wegbringen können. Oder als allgemeiner Kelly Jaden bringen können. Ach ja, und auf geht's. Yay. Yeah. So. Immer schön weiter hier. Aha. Ohne Scheiß, Captain Blitzschlag macht immer noch so wenig Damage. Das lohnt sich gar nicht. Nicht mal bei drei Mobs. Wie viel Damage macht denn der? Warte. Der macht bei zwei Zielen 46k und Blitzschlag macht, naja, 35. Aber das ist bei einem Ziel, ne? Das ist bei einem Ziel, ja. Ist halt Single-Target. So, muss man hier was killen? Kann man hier irgendwie einfach so durch? Kann man. Ha, perfekt. Was tust du da? Kämpfen. Wir müssen aber die Treppen runter. Och man. Geht schlecht. So. Wo findest du immer diese ganzen Mobs? eBay. Ist kacke. Steige ich bei eBay. Der Kleinanzeigen. Haben wir da unten irgendwas Böses? Ach ja, ach nein. Warum steht da mal der Assassine zum Tode verurteilt? I don't like it. Ha, Insignia, wuh! Mann, ich finde das so lustig, dass die PvP-Insignia auch im PvP helfen kann. In den meisten Fällen ist sie zwar nur scheiße, aber naja. Ja, Schattennova auf mir, geh doch nach Hause. Jo. So. Ach, Quatsch, fette Taste.
Ein Sandpartikel. Oh. Nein, schreibt, komm, das Bild sieht gut aus noch, aber der Rest ist wieder scheiße. So. Können wir die auslassen? Klar. Ja, aber die hier nicht. Kamehameha! Das ist völlig falsche Betonung. Das ist mir voll egal. Nein. Okay, warte. Dann muss das jetzt du sagen. Oh ja, dieses Dragon Ball Ding da. Los. Und Kamehameha. Buff. Hab's Köder getroffen. Oh scheiße, was ist das denn? Tot. Ja, das auch. Ich kann's kirschen an. Ja, hier oben ist noch eine. Weg ist er. Was mache ich mit Knotenleder, Hautleder machen? Braucht er gar nicht mehr. Okay, für alle hat gereicht. Der letzte muss den Auto hinter tragen. Ach, hatten die nicht auch irgendwie so eine Kackfähigkeit? Nein. Doch, hatten sie. Nee, die aber nicht mehr, die sind tot. Da hast du recht. Ah, guck mal. Muru. Oh, komm, diese scheiß Kill Jane langsam mal hier. Ja, danach. Geht doch. Wir sind doch schon in der Beschwörungshalle. Manchmal frage ich mich echt, ob der Boss irgendwas kann. Ich bin gar nichts. Ja, beschuldigt erstmal 10 Millionen Ads. Guck mal, wie viele Portale er immer öffnet. Auch die Porter. Da haben wir den nächsten Boss. Na, komm schon, Malstrom. Lol. Der Boss ist tot, bevor ich genug Malstrom hab. Guck dir mal das Schwert an, das hat schon wieder diese Kugeln. Ich finde das so hässlich mit den ganzen Kugeln. Ich bin so froh, dass sie es nicht irgendwie weitergeführt haben. Und das voll verworfen haben wieder. Ja. Guck mal, hier ein kleiner Herrscher. So, du da hinten kommst auch noch her, bitte. Komm her. So. Dann schauen wir mal durch den Umhang durch. Guck mal, hier sind ganz viele E-Räder, die Dings beschwören. Julian? Ja. Wir helfen mal nach. Wir machen das mal richtig mit der Beschwörung, ne? Hallo, Killy. Hey, Kill Jane, was geht? Ah, Attacke. Ja, Feuerblüte auf mir. Klar, muss sein. Willst du auch abhaben? Nee, danke. Ist nur ein bisschen Damage, ist doch egal. Guck mal da, du wirst von mir angegriffen. Uiuiui. Oh, jetzt greife ich mich an. Das klingt irgendwie falsch. Irgendwas stimmt ja nicht. Ja, irgendwas stimmt ja einfach nicht, wenn ich mich selbst angreife. So, hau ihn um. Kampfrausch ist on. Bloodlust! Woo!
jetzt greifst du mich an, ja? Ja. Ja, was, wenn du mal triffst? Nee. Ich heile mich ja richtig locker gegen. Hopp. So, hopp. Seele schinden würde ich voll gerne unterbrechen können. Ja, wenn nicht schlecht, ne? Aszendenz! Na, guck mal, ich habe hier ganz viele Aszendenzformen. Ja, die ganze Zeit hinter dem Boss bleibt. Bleib mal stehen. Ich will dir das zeigen. Haha. Komm mal, ich habe hier noch mehr. Und das war Kill Jaden. Ja, yeah, Kill Jaden. Ziemlich unspektakulär. Naja, okay, sein Abgang ist nicht so unspektakulär. Blub! Der Staubsaugt. Ach, wir müssen mal hier eben die Aszendenzen killen, ey. Hat ja keinen Ausmaß. Aber wenn es euch gefallen hat, ne? Wir haben dann jetzt BC fertig, Classic auch. Schreibt uns einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, was man so in Wallets of Draenor alles anstellen könnte. Dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüss.